Hallihallöchen, Leutlings, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Destiny 2 Jenseits des Lichts. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Wir haben unsere Bounties entweder vor dieser Folge oder am Ende der letzten gemacht und wir müssen jetzt Varix besuchen. Mit dabei ist der Dennis. Oh nö. Nee. Varix, erzähl uns einen vom Pferd. Sag es mir, Freunde. Ich sehe nichts. Er macht nichts. Europa-Herausforderung 1, Römisch 1. Varix dankt dir für deine Hilfe auf Europa. Er hofft, dass du ihm auch weiterhin helfen wirst, dir da jeden Tag neue Bedrohungen auftauchen. Du hast jetzt Zugang zu einer wöchentlichen Herausforderung von Varix. Aha. Europa-Beschützer 1, Varix dankt dir für deine Hilfe auf Europa. Er hofft, dass du ihm auch weiterhin helfen wirst. Ja doch! Wie oft denn noch? Die ersten 30 immer hier Stücke pro Tag wird dir eine erhöhte Sammelrate gewähren. Okay, Sturz des Imperiums. Geh weg. Dein Commander hat mich gebeten, dich abermals nach Rhys wiedergeboren zu führen, sagt Varix. Ein weiterer Angriff auf die Stadt, um herauszufinden, wie es den Vex ergangen ist. Elixni aus dem Haus der Erlösung werden nicht mit uns rechnen. Sie sind durch ihren Kampf abgelenkt. Er schüttelt den Kopf. Schlecht für sie, gut für dich. Hilft der Vorhut, die Vex-Präsenz in der gefallenen Stadt zu untersuchen, indem du die Mission Nachwirkungen abschließt. Okay. Schließ die Mission Nachwirkungen ab. Dann tun wir das doch mal. Wegpunkt hinzu, die Ziel dieser Quest ist auf deiner Karte markiert. Nee. Oh, scheiße, das ist wieder da hinten. Auf 1180. Das Powerlevel steigt. Ein bisschen. Dennis! Nee. Ich bin mich gerade so ein bisschen an die alten Arc-Zeit. Der berühmte Spruch. Ich komme. Der Schein reicht. Hey! Das war mein Intro damals. Allerdings. Schon ein paar Folgen. Aha. Wir haben es nie abgeschlossen. Schade eigentlich. Aber ja. Mal sehen, vielleicht kriegen wir wenigstens noch einen Teil der alten Crew wieder zusammen. Mit neuer weiblicher Präsenz. Allerdings muss ich dazu sagen. Na gut, das klären wir nach der Aufnahme. Hat jetzt hier noch nichts zu suchen. Ich will euch jetzt auch in der Aufnahme keine falschen Hoffnungen machen. Ich fliege auf meinem Hexenbesen. Oh, durch diesen Schneesturm, das ist halt mega geil, dass du halt manchmal einfach nicht mehr siehst, wo du hinfliegst, ne? Ich könnte jetzt hier genauso wieder auch in den nächsten Abgrund fliegen. Oder genau in den nächsten Servi rein, das geht natürlich auch. Hi. Ich hatte mich festgefahren. Geflogen. Tschüss, Kartoffelbrei. Doch, macht schon ein bisschen Spaß, diese Nebenquests. Huch. Ja, wir sollen ja immer noch ein bisschen die Prezi-Kills machen, für die Leute, die sich die optionale Folge angeguckt haben. Für alle anderen, wir müssen jetzt für das Chaperon machen, habe ich so eine Quest-Schritt weiter bekommen, deswegen soll ich jetzt Prezi-Kills machen. Ich weiß nicht genau, bei Vex weiß ich nie, ob das überhaupt auf Prezi-Kills zählt, aber eigentlich, wenn der letzte... Ui, ja. Es ruckelt.
Ist Rocket nicht. 33 Bilder. Ja, RTX 3080 ist in Planung. Obwohl ich da eigentlich ehrlich gesagt abgeneigt bin, weil ich mir halt gerade die 2080 geholt habe, ne? Ob ich dann vielleicht noch warte auf die vierte Generation und mir dann die 4080 wiederhole. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Send me money, I need a new graphics card. Ja, irgendwie ist das Spiel gerade ein bisschen träge. Hast du so auch das Gefühl, du schießt irgendwie drauf und der hat schon kein Lebensbleib mehr und explodiert aber erst Sekunden später? Nö. Deswegen habe ich das Spiel vorhin mal neu gestartet, aber es ist nicht weggegangen. Okay. Das hab ich nicht. Ist mir vorhin schon extrem aufgefallen. Ach Quatsch, falsche Richtung. Ja. Ja. Yes. Hui. Ich kann fliegen. Au. Hier ist erstmal noch eine Truhe. Oh Gott. Movement Grubbel ist am Start. Ich weiß nicht, welche Truhe das ist und ob uns das was bringt, aber ich habe ja noch ein paar Quests mehr angenommen. Ja, das hat was gebracht, nämlich für den Brustschutz. Ja, du Sonnenanbeter. Komm schon, kurz gehen. Unser Charakter spricht ja auch jetzt wieder ein bisschen mehr als sonst. Naja. Naja, wenigstens am Anfang. Wenigstens in der Hauptstory. Mehr als die letzten 5 Jahre. Ich glaube, in Forsaken hat er mehr geredet. Naja, hat er genau einmal geredet. Nee, zweimal. Ui. Schwupps. Heraus, wo die Gefallenen stehen, jetzt, da die Vex vor ihrer Tür sind. Finde die Lücken in ihrer Abwehr. Wieso muss ich jetzt für die Hausaufgaben machen? Ah, jetzt können wir hier durch. Gehen wir da lang, wo ich lang. Jetzt bin ich gespannt, was da passiert, was da gibt. Ja. Allerdings. Aber auch alles wieder so ein bisschen wie im Forsaken aufgebaut, diese Tunnel und so, ne? Ist halt Gefallenen Bauweise. Hallo Säule. Meine Frauen. Huch, aua. Huber, aua. Ah. Ein heiß. Okay, doch, ein bisschen träge fühlt sich das schon an. Ja. Zieren irgendwie. Also als wenn die Maus immer so ganz langsam wird. Ja, genau, das meine ich. Das könnte jetzt, das hängt aber, wenn du das auch hast, dann hängt das, entweder bin ich so langsam, dass du durch mich als Host gebunden bist. Oder es sind halt wirklich die Server, weil es ist mir vorne aufgefallen, als wir über mehrere Gebiete verstreut waren. Ja gut, ich hab sowieso jetzt so mit, Also ich hab 34 Destiny, Bilder, also. Destiny Bungie Connection halt wieder gehabt, also. Ja, ich auch, vereinzelt, deswegen. Vielleicht sind heute, ja gut, heute ist Samstag, ne? Samstagabend, kann schon sein, dass die Server noch voll sind, weil der Hype halt noch da ist. Huch. Machst du schon? Gehe ich schon zum nächsten. Jetzt gucken, was ist denn das? Aber jetzt auch endlich das Artefakt, kann ich ja mal zeigen. Das holt man sich im Turm ab. Und jetzt habe ich dann auch wieder fürs Wesen, fürs Impulsgewehr. Ja, das ist jetzt komisch. Das gibt es nicht mehr generell, diese Mod, sondern die gibt es jetzt für die Arme. Das ist ein bisschen doof und auch nur speziell. Die neue Heimat der X-Designer.
Alter. Also entweder weil die FPS gerade übelst runterdroppen, aber eigentlich sind sie über 30, deswegen sollte es eigentlich noch gehen. Alter! Kommt hier ein Cappy genau vor meine Fresse gespawnt. Oh, ein Primus, ein Gramm. Ach doch nicht. Was wollt ihr alle von mir? Verpisst euch! Aua! Hab ich denn hier gefunden? Eine Arkusladung. Wo soll die denn hin? Ladungen deponieren. Erstmal heilen. Aber wo? Ich nicht wissen? Ja? Nee. Hä? Da. Das war gekonnt. Hä? Wo sollen wir die deponieren? Da drüben der Generator. Da, wo diese vielen Punkte sind, oder? Nein, zurück. Ich schon vorbei. Hier. Ach, da. Commander, die Gefallenen behaupten sich besser gegen die Wächs, als wir erwartet hatten. Vielleicht hat sich jemand erhoben. Ich weiß nicht, erwartet hat, wie jemand so, der so gerade so Facepalm macht, so. Ich glaube, du musst es dringe tiefer in die Stadt vor. Finde heraus, wer es ist. Ikora. Genau. Mega. Ein Gramm. Bringt mir zwar nichts mehr, weil ich schon 1200 bin, aber das vielleicht geht das Spiel von aus, dass es die meisten noch nicht sind an dieser Stelle. Obwohl doch, so viel wie du grinden musst und so müsstest du es mittlerweile von alleine sein. Oder? Was sagst du? Hm. Deiner Fachkenntnis. Ich sag Ich muss ja sagen, das erinnert mich hier gerade sehr an Matrix eigentlich. Allerdings. Vor allem, das ist alles irgendwo drin. Kriedis? Wer ist die denn nun? Ist nicht. Na, aber hast du schon mal gehört irgendwo. Ihre linke Hand? Warte mal. Kriedis, Priesterin der Dunkelheit. Ach, das ist die vom Anfang. Die erste. Glaube ich. Ja. Aber nee, oder die hieß, glaube ich, anders. Aber die sieht so aus. Und sie sagt, dass die Iramis eine neue Form angenommen hat. Fuck it doch nicht. Erzähl keinen Stuss, die ist tot. Als wenn die Dunkelheit die Form. Köpfen die anders herum, Alter. Ja, das ist übelst böse, ne? Vor allem, wenn das Spiel jetzt gerade so träge ist. Dann kommst du mit dem Zielen einfach nicht in der. Was war das? Stasis-Prototyp, neuer Schritt. Siege in einem Imperium-Jagd eines von Iramis Ratsmitgliedern. Erfordert den Abschluss der Quest. Aha. Okay, machen wir das halt von. Oh. What? Eingeschränkt. Warum machst du das und ich nicht? Weiß ich nicht. Mann. Das war Zufall, weiß ich nicht. So, wetten, das Ding hier ist gleich wieder. Tot? Ja. Gut, so tot geht natürlich auch. So meinte ich jetzt aber nicht. Warum war dafür jetzt der Einstieg wieder Einstieg eingeschränkt? Das war doch gar nichts. Zavala, hier ist alles klar. Kein Zeichen von Kriedis. Sie ist Den hätte ich auch alleine so schnell down gekriegt. Oder mindestens so einfach. Sie ist uns schon einmal entwischt. Arbeite mit Varix zusammen, Hüter. Er verfügt über Insiderwissen. Ich hasse es, von A nach Y geschickt zu werden. Oh, warte mal, was hier? Nein! Da war noch was. Dass da du noch... einfach diesen Questschritt und ich nicht. Ich weiß es nicht.
Zwei von sieben, ich werde den ersten fertig gehabt haben. Warte mal, erfolgt die Abschluss der Quest Rückeroberung Europas? Scheiße, ja. Fake. Warte mal, was? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was der erste Schritt war. Auf eine Charons Übergang. Oder Chevins Übergang? Was denn? Verstehe ich nicht. Wieso? Hast du noch den ersten? Was musst du da machen? Oder was musstest du da machen? Ich muss immer noch. Ich hab's gleich wie du gerade gehabt. Mit Imperium, bla bla, Inkeln. Aha. Und trotzdem hab ich's nicht. Naja, schreib ein Ticket. Wird vielleicht zum Ende der Season Christus dann vielleicht. Warte mal, welchen Questschritt hast du denn da bei Staatsprotokoll? Zwei von. Okay, dann hast Stasis, du gerade erst. Stasis nee. Prototyp. Zwei von sieben. Nee, dann ist doch alles richtig. Gut. Varix. Varix kann helfen. Ja. Wenn ich vorlesen kann, sagst du, ne? Ja. Sturz des Imperiums. Kreedis versucht, Macht an sich zu reißen, sagt Varix. Sie hatte schon immer den Ehrgeiz, sich als Kell würdig zu beweisen. Er lehnt sich näher an dich heran. Varix hört Geflüster, dass ihre Anhänger Überreste der Dunkelheit sammeln, um sie aufzuhalten. Müssen wir verstehen, warum. Oberbrustschutz. Die Rüstung wurde vor langer Zeit für die Hartbedingungen auf Europa gefertigt. Nimm sie und nutze sie weise. Die Priesterin der Dunkelheit. Kreedis will dort triumphieren, wo Eramis versagt hat, sagt Varix ernst. Sie hat Pläne, die für Rhys wiedergeboren. Die Wiederbelebung des Hauses der Erlösung. Er beobachtet dich aufmerksam. Meine Spione berichten, dass sie Dunkelheit sammelt. Sie hortet etwas. Plant. Er schüttelt den Kopf. Varix weiß nicht, du musst ihre Pläne aufdecken. Wir dürfen jetzt nicht versagen. Zu viel ging bereits verloren. Erfahre mehr über die Pläne von Kreedis, der Priesterin der Dunkelheit, indem du ihre Anhänger auf dem Cadmus-Bergkamm aufspürst. Sammle auf den Cadmus-Bergkamm Flecken der Dunkelheit. 10 Stück. Prämien beißende Winde. Das ist ein Bogen. Hoppala. Alles gut. Okay. Ja. Finde ich doch ganz interessant, dass jetzt so weitergeführt wird. Aber das kommt mir viel zu schnell. Das ist, als wenn das jetzt schon wieder Monate vergangen sind zwischen Eramis und dem jetzt so. Ja. Aber gut, andersrum, die andere Story, so als solches, wäre auch zu wenig gewesen für 50 Euro DLC, ne? Ich meine halt für so als Story jetzt, weißt du, dass da das Oberhaupt so stirbt, ne, vergeht und dann auf einmal kommt zack, einer, ich weiß einen viel besseren Plan, ich mach das jetzt einfach weiter. Ja, weil ich kann mich da erinnern, damals bei The Taken King, Destiny 1, da war es auch so, du hast doch erst Oryx besiegt und dann Monate später kamen noch ein, zwei Strikes, wo dann hier dieser eine war, der es versucht hat und der nächste und bliblablu. Oh, da heißt jemand Saitama und ein anderer Sasuke. Ich lese es. Sag mal. Ich liebe es, wenn mir Punkte nicht angezeigt werden. Bleib da nicht einfach stehen, Alter. Ich bin gerade hier hinten rein rast, Mann. Wir müssen ja auch hier nach links irgendwie. 30 Krynoken Schaden. Hä? Ach, ist dafür das Event da? Uiuiui! Muss ja. Zweiten. Ein 40er Level, Digga. Nee, wo ist denn das? Mach mal auf, Cadmus Bergkamm, Flecken der Dunkelheit von Gefallenen. Wir sollen einfach nur Gefallene töten. Hier. Lol. Okay. Vollstreckerbombe. Kannst du gerne für dich allein haben. Ja, ich könnte Hilfe gebrauchen. Nee. Ich mach halt keinen Schaden, ne? Ja, irgendwie krieg ich hier nichts. Krieg hier keine komischen Flecken oder so. Jetzt ist das Event da. Oh. Es sind ja auch Max, du musst ja auch Gefallene töten. Nee, ich hab ja gerade Gefallene getötet. Hier liegen zwei. Was zwei?
lecken bei mir. Hä? Wie sehen die denn aus? Ist grün. Jetzt ist da was gespawnt. Jetzt habe ich auch mal einen Flecken, aber gerade eben hatte ich keine. Das sind diese grünen Dreiecke jetzt. Ja, ich sehe es schon, aber gerade eben habe ich hier ein ganzes Pack gekillt und da ist nichts rausgekommen. Tja, weiß ich nicht. Manchmal. Ja, das Spiel ist heute ein wenig träge. Oh, das sind Goblins. Oh, der Soundtrack, ne? Ich glaube, den werde ich mir mal runterladen. Übel. Ja, aber Leute, ich brauche Gefallene und keine Vex. Ich höre die Funkkanäle ab. Unterstützer von Eramis sind auf der Suche nach Varix. Du musst mir helfen und sie aufhalten. Dennis, die Idee ist nicht doof. Was meinst du? Da, wo das Skiff ist. Das ist mein Skiff. Geh weg. Hä? Nein! Das sind halt übelst keine Gefallenen, ne? Flecken braucht man denn? 10 oder 20? 10. Ja, aber die sind halt nur wächst, ne? Ich sehe hier halt echt nur wächst. Das sind gerade auch keine mehr. Ich brauche einfach mal das jetzt kurz. Na gut, ich brauche ja nicht mehr so viele. Na. Brauche nur 5. Da liegen schon wieder 2. Bup. Bup. Komm, der Servi gibt doch bestimmt auch noch einen. Nee, der Servi gibt keinen, ist klar, aber der Schweber dafür. Tschack, tschack, tschack. Wex. Leute. Meine Verbündeten suchen hier nach Schutz. Fertig. Aber von Feinden überrannt. Ich brauche noch einen. Vielleicht macht der Hüter den Weg frei. Hehe. Oh. Das flüchtende gefallenen Schiff. Ist das, was wir schon mal gemacht haben? Wo wir aber halt noch genau so erlevelt waren, wo wir uns gefragt haben, was hat uns das jetzt gebracht? Nee, das denk sollten mal, wir. Ja. Nee, ich glaube, das sollten wir machen. Meine Fresse, sind die viele Wechsreste. Diese Elixen, die suchen Schutz beim Haus des Lichts. Sichere ihren Abflug. Varix wird es dir danken.
Alter, ich wurde gerade zurückgeportet, ne? Hm. Da und da. Manipulieren. Ein Archon? Nee, Archon wäre das schon wieder. Ach, schade, ich dachte, es wäre ein Archon. Ja, ja, das ist das. Autschi, 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 autsch. Auf mich zu schießen hier alle. Jetzt habe ich Dreck im Gesicht. Au. So. Gut. Haben wir. Und jetzt? Arex. Sie wird evakuiert. Informiert Mithrax. Deine Freunde sind unterwegs. Der Lichtkell erwartet sie. Arex hofft, dass er sie willkommen heißen wird. Was sollen wir jetzt machen? Schließe dieses Imperium die Priesterin Dunkelheit ab. Na dann. Au, lass mich doch bloß die Fahne annehmen. Danke. Nein. Ich wäre fast gestorben beim Fahne annehmen. Deswegen. Oh, schon eine halbe Stunde. Na egal, die Quest machen wir noch. Eieiei. Huch, hä? Ich hab gar nicht Kuh gedrückt. Eramis wollte Götter zerstören. Aber Kredis suchte sich einfach eine andere Göttin. Sie sehnt sich nicht nach Macht, sondern nach Sinn. Und sie sucht ihn in der Dunkelheit. Aber wenn die Neue da nur nach einem Sinn in der Dunkelheit sucht, was ist denn daran so schlimm? Warum darf sie nicht leben? Das haben wir doch auch gemacht. Ja.
stimmt, wir haben sie nie vernichtet. Sie schläft. Stimmt. Ja. Das kann nicht sein. Ja, doch. Wir haben sie nicht zerstört. Müsst ihr nur auftauen, ihr braucht nur einen gigantischen Kühlschrank. Genau. Ja, keine Ahnung, was dann anders sein soll. Wir haben die ja irgendwie geschwächt. Und die Dunkelheit hat sich dann für unwürdig empfunden und hat sie dann ja vereist. Ja. Also, was soll jetzt anders sein, wenn sie auftauen würde? Stimmt. Aber wer weiß. Ach ja, jetzt bin ich aufgetaut, jetzt habe ich ja all meine Kraft. Kann ja losgehen. Natürlich. Da ist ein Primus in Gramm runterfallen. Vorstelle regelt. Was? Oh, ich wollte den Primus, den Servitor einfrieren und dann ist er einfach weggeswappt. So ein Sack. Ich hab schon gedacht, meine Granate kam denkbar ungünstig. Weil du gesagt hast, oh. Bong. Boah, der kaputte Servitor fliegt da durch den ganzen Raum. Fußball! Beyblade! Ja, ich hab ja auch noch diesen Fußkick, weißt du, als Finisher. Also, deswegen hab ich gerade gesagt, okay. Fußball. Ja, toll! Gut, das ist als Barriere für uns gar nicht schlecht. Hol das Schwert raus, verfickte Scheiße. Aua. Oh, Bomber. Hi. Was für Bomber? Achso, dem. Der Bomber. Der ist Bomber. Welchen denn sonst? Ich dachte, jetzt ist Servitor-Bomber. Ach, nicht Servitor. Schweber-Bomber. Nur wundert. Oh. Komm runter da! Komm runter da! Achim! Achim, komm runter! Achim, was machst du da oben? Au. Aua. Alter. Ich mach ich mach ihm halt de facto keinen Schaden, weißt du? Der blöde Vandale, Alter. Ja, bei mir war es halt der Bomber selber, ne? Mit seinem Body Slam. Back Priest. My brother don't freeze. Find's halt schade, dass die Vandalen selber halt gar keinen Star sein, jetzt können sie nur manche Bosse. Und ich finde auch, das ist weniger geworden, seit du die Stasis selber gemeistert hast. Dass sie dich einfrieren. Also mich hat seitdem niemand mehr eingefroren. Au. Ja, genau. Schlüsselcodes erforderlich. Da ist sie doch. Alter, ist die wendig. Und tot. Echt? Fast. Hat sich gerade weggeportet. Du darfst sie gerne im finalen Schlag verpassen.
vielleicht ganz gut. Hm, was hat denn gerade? Ja, ich hab sie mit einer Super fast gekillt. Nee, ich mein Geräusch jetzt am Ende. Die ist ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Sagt, wenn sie einen Weg gefunden hat, um Eramis Kell, um Eramis zurück ins Leben zu bringen. Das werden wir nicht zulassen. So gefällt mir das Spiel doch deutlich besser. Hm. Als wenn ich alle 5 Minuten sterbe, aber irgendwie bin ich heute auch wacher. Hi. Du brauchst gar keinen. Hier schon wieder. Ja. Was? Yamix Primus. Aus der Lösung. Riese. Ja, das war ein bisschen zu dicht. Er war nicht dran an ihm. Aber ich habe das Gefühl, Gegner, die Schwebe haben, sowieso nicht. Aber der ist doch tot. Die Gegner haben halt überhaupt keine Haltbarkeit mehr, ne? Haben die irgendwie einen Pitchstack geschoben? Ich laufe schnell ab. Oh, guck mal hier. Hm. Ja, irgendwie ja. So, jetzt, hier waren wir doch schon. Oh. Ey, jetzt die taut echt auf. Hier. Guck mal, die taut echt auf. Oh, eine Frau. Ja, das war... Au, au. Friert die mich einfach direkt ein. Gibt's da nicht. Wäre ja auch nice, dass sie zwei Servitoren hat, die sie auch schützen, habe ich gerade gemerkt, ja. Ja. Ah, scheiße! Oh, ja, fuck, ich bin gefreezed! B-Taste. Ich weiß. Okay. Mach mal den Servi da weg. Blöde Kuh ist nämlich geschildet. Finde ich komisch. Echt? Oh, neue Servis. Lass mich doch vorbei! Das war gleich ein viel besserer Kampf, ey. Ja, ne? Vor allem, weil wir... Im Ernst jetzt? Jetzt ist die gerade schön ein Step forward gegangen. Alter, die hat mich in der Luft gefreezed! Die ist gerade schön in meine Bombe reingeflogen, ey. Deswegen bin ich auch in die Luft geflogen. Oh. Pass auf. Ja. Ah, die friest mich sogar in der Luft, das gibt's nicht. Deswegen, Alter. Ja, pass auf, ich bin... Oh fuck, ich bin tot. Nee. Ich lebe. Ich lebe auch, ja. Ah, gut.
Ich hatte mich gerade ein bisschen mit meiner Sprungkraft verschätzt. Kann doch jetzt nicht mehr so viel haben. Bams. Oh. Das war ein guter Kampf. Es ist vorbei. Der hat Spaß gemacht. Waren dann alle von Iramis Leutnants. Ihr gesamter. Jetzt kommt der Iramis wieder. Pass auf. Die Herrschaft des Kelts der Dunkelheit ist beendet. Du sollst aufhören, dir einen zu wichsen, Marix. Hallo. Lass sie mal. Tschüss. Eliminiere Kämpfer mit Stasis oder von dem Stasis-Fähigkeit betroffene Kämpfer. Priester in Dunkelheit, neuer Schritt. Der Kampf hat Spaß gemacht. Ja. Und vor allem, merkst du was? Letztes Mal hast du mich alle Minuten wieder beliebt, diesmal saß ich da. Ernsthaft? Aber ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir macht schon übelst einen Unterschied, ob ich wach bin oder ob ich von der Arbeit komme, ne? Mhm. Das letzte Mal habe ich ja überhaupt nichts mehr gescheckt. Oh. 42 Minuten. Überlänge. Scheiße, das war meine Capture Card. Könnte ja mal langsam eine Cutscene kommen oder sowas. So, wo sollen wir denn hin? Zu Varix. Nope. Wohin denn auch sonst? Nee. Nee, nicht zu Varix? Doch. Wenn du da bist, sagst, ne? Du bist schon ich hier. Bin da. Du stehst schon hier, du sagst so. Ja. Ansprechen. Und die Elixni sagen, aus dem Staub eines alten Kells erhebt sich ein neuer. Immer. Es wird nicht mit Kredis enden. Die dunkle Macht wird weitere anlocken. Die Elixni werden zerbrechen. Neue Häuser gründen. Neue Ambitionen. Komm zu Varix. Erfahre, was Varix weiß. Zusammen werden wir über Europa wachen. Es gibt immer einen nächsten Kampf. Die Priester der Dunkelheit, Varix erleichtert, dass du Kredris Pläne durchkreuzen konntest, doch er warnt dich, an ihrer Stelle werden sich neue Anführer erheben. Von nun an kann er dich bei den weiteren Verteidigungen Europas gegen den ehrgeizigen Elixni-Feinde unterstützen. Yay, reißende Winde. Doch wohl wenigstens, nicht mal mächtig. Warte, ich da unten. Gefallenen Imperium. Besiege Phylax, um die Operation der Gefallenen auf Europa zu zerstören. Siege Kredris. Ach, das ist wieder sowas wie die Albträume, ne? Dafür kriegst du aber halt... Das, keine Ahnung, aber, Was sagst du jetzt, oh? Gibt's eine Maschinengewehr, thermale Erosion und vielleicht noch eine Automatik? Was? Ach hier, wir möchten die Imperiumsjagd... Corioliskraft? Was? Wovon reden wir gerade? Wo bist Ganz du? Unten, bei Varix. Ja, das meine ich ja, gefallen mir. Also sprich, die Kriegerinnen ja. mit thermale Erosion, beißende Winde haben wir schon und Corioliskraft ist... Das ist Kurioskraft, war das dieses... Nee, das war Hage der Verwirrung. Keine Beißen. Ahnung. Ja, das ist nice. Gut. Ich würde sagen, das war an der Stelle die Story. Glaube ich. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Achso, das sind die von vorher gewesen. Okay. Phylax und Praxis. Mhm. Ja, genau. Das war die zweite Story.
Wir haben jetzt hier noch in Dunkelheit geboren, da müssen wir ein paar Strikes machen und. Dann hier der Stasis-Prototyp, das ist für diesen neuen Granatwerfer, ne? Ja. Du hast die träumende Stadt gesehen. Sag mir. Gut. Welche Wunder bietet sie? Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, während Varix hier am Masturbieren ist. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.